Frage ist, heute, vor 70 Jahren, wurde Hermann Scheer geboren. Er hätte heute seinen 70. Geburtstag und ich meine, es ist wert, daran zu erinnern. Nun Thomas Feller. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken, dass heute der Marktplatz wieder so richtig voll geworden ist. Hört man mich so? Ganz, ganz große Klasse. Ich war ja vorgestern noch hier im Rathaus drin, bei diesem wunderbaren Kongress. Habe mir auch eine Krawatte angezogen, wie heute wieder, weil der Herr Grube ist nicht gekommen. Ich dachte, er braucht einen würdigen Vertreter, weil es dauert nicht mehr lange. Ich sage Ihnen, dann steht im Katechismus der Evangelischen Landeskirche, Artikel 1, der neue Bahnhof hat halb so viele Gleise und wird doppelt so viele Züge pro Stunde abwickeln. Satz, bitte alle nachsagen. Der neue Bahnhof hat halb so viele Gleise und wird doppelt so viele Züge pro Stunde abwickeln. Artikel 2 des Evangelischen Katechismus, wenn Sie einen Kopfbahnhof haben, wie hier in Stuttgart, und Sie fahren mit einer Geschwindigkeit von maximal 30 Stundenkilometern, fahren Sie in den Bahnhof von links herein. Sie fahren links herein, wollen aber rechts raus nach München. In dieser Zeit sind alle Gleise gesperrt. Das brauchen Sie nicht nachsagen, das dauert länger. Aber das lesen Sie alles im Katechismus der Evangelischen Kirche, weil die führt jetzt schon sehr intensiv darauf hin, als der Herr Grube gesagt hat bei der letzten Tunneltaufe, 100 Hektar. Das sind 150 Fußballfelder, das sind mehr als 150 Fußballfelder, verwandeln sich in Park. Hokus pokus. Das brauche ich Ihnen hier nicht sagen. Ich glaube, wenn man die neue Stadtbibliothek abreißt und die Landesbank abreißt und die ganze Viertel abreißt, dann kommt man auf 100 Hektar, wenn man die Gleisfelder noch dazu rechnet. Und das dann macht man alles aus Park schön wär's. Ne? Aber ich glaube, der Herr Grube, der sagt immer was ganz anderes, wie er in Wirklichkeit meint. Wenn man einen Lügendetektor aufstellt und er betritt nur den Raum, da schlägt der Lügendetektor schon aus, ohne dass er das Maul aufgemacht hat. Ne? Und jetzt kommt ein evangelischer Pfarrer und sagt, wir Evangelischen, das wussten die Verantwortlichen, man kann uns nicht zu einer Tunneltaufe einladen. Einen evangelischen Pfarrer kann man nicht zu einer Tunneltaufe einladen. Aber er stellt sich unter die Embleme, unter das Banner der Tunneltaufe und sagt etwas. Ja. Was da hängen bleibt, sind die Bilder, die der Pfarrer abgibt, wenn er die Hände segnet, erhebt über der Tunneltaufe oder hinter der Kulisse, vor der Kulisse. Vor der Kulisse dieser Taufe hebt er die Hände und segnet zusammen mit seinen katholischen Kollegen. Ich sage da jetzt nicht mehr viel dazu. Ich singe jetzt nur eindrücklich die Rechnung vom Herrn Grube. 16 minus 8. 16 minus 8 ist 8. Wer hat sich das ausgedacht? Adam Riese war's der Große und alle haben's geglaubt, nichts anderes war erlaubt, bloß im Ländle hört man Quatsch mit Soße. Quatsch, 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 Quatsch. Rechnen wir das nochmal neu, denken wir ans Geld dabei. Gehorsam und sehr fleißig. Und jetzt wird neu geglaubt, nichts anderes wird erlaubt. 16 minus 8 ist gleich 32. Ja, 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 jawohl, jawohl. Das entfachte einen Streit. Ein ganzes Tölplein ward entzweit. Und man holte den großen Schlichter. Ja, was spricht der Heiler Geißler nun? Was spricht er? Nicht wahr, nicht wahr, nicht wahr, nicht wahr.
rechnen wir das alles nochmal neu, nicht wahr? Und völlig frei von meiner Partei, nicht wahr? Mach ich mit diesem Zank hier Schluss, nicht wahr? 16 minus 8, nicht wahr? 16 minus 8 ist 32 plus, plus, plus. Und jetzt zisch ich ab in die Berge. Heidi, nicht wahr? Heida, nicht wahr? Ade, ihr Tunnelzwerge. Jodele, Julia. So wurde auch abgestimmt. Eierkuchen, Zucker und Zimt verteilte die neue Regierung zur Schmierung, ja, zur Schmierung. Flutsch, 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 flutsch. Winnie Herrmann macht den Kompromiss. Nehmen wir den halben Beschiss. Lasst es uns mal bei Lichte rechts sehen. 16 minus 8 ist 16. Schön, 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 so schön, so schön. Die einen sagen so, die anderen so. Als Verkehrsminister bin ich froh, dass ich mich nicht entscheiden muss. Und schreiben kann ich irgendeinen Stuss. Zum Beispiel ist ein Bahnhof schief und klein, kann er trotzdem besser sein als ein ebener und breiter. Ja, so sag ich mal, als kritischer Bekleider. Und so weiter und so fort. Aber Mehrheit her. Niemand hat die Absicht mehr, einen Rückbau zu errichten. Mitnichten, nein, mitnichten. Nein, 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 das kann nicht sein. Und was sagt der Ministerpräsident, wenn er nicht gerade schweigt oder pennt? Fragt man ihn, wes Herrenknecht er ist, wenn er Tunnelbohrmaschinen küsst und danach mit Lothar späht und Martin Herrenknecht ins Wirtshaus geht, sagt er, so regier ich gern als ein Knecht der hohen Herren. Da sagt er, so regier ich gern als ein Knecht. Als guter Katholik weiß ich wohl um mein Geschick. So wie Jesus hab ich's nah, von Hosiana nach Golgatha. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Oh, Winnie, Winnie, Kukagi. Wenn ich euch da so stehen seh, mit der SPD im Stellwerk der Macht, wie lebende Leichen, was denkt ihr in der Nacht? Ich ahne, was für Träume euch beschleichen. Wir stellen die Weichen. Wir stellen die Weichen. Wir stellen die Weichen für die Reichen. Gedacht, wie Adam Riese der Große. Heute sagen wir Quatsch mit Soße und wir rechnen's immer wieder neu. Schaffen für die Mafia dabei, blind gehorsam, aber fleißig. 16 minus 8, letzte Meldung heute. 16 minus 8 gleich 31. Wisst ihr was, wisst ihr was? 31, da drauf Scheibenkleister. Beinahe wäre mir da was rausgerutscht. Aber Stinkefinger, Stinkefinger wird er nicht gelutscht, machen wir denn. Auch wenn's ein prima Reim wär,
hört mal her, Winnie, Winnie, hört mal her. Ich als Sänger hab euch immer unterstützt. Ja, mein Zünglein hat euch viel genützt. Und derselbe, der für euch so cool sang, setzt doch euer Mist seinen Stuhl. Gerne hätte ich's vornehm ausgedrückt. Ich will ja nicht, dass ihr erstickt. Ich will, dass ihr aus eurem Rausch erwacht, weil 16 minus 8 macht, 16 minus 8 macht, 16 minus 8 macht. Dankeschön, Thomas Felder, für deinen ausführlichen Beitrag, und nun darf ich recht herzlich Wolfgang Sternstein begrüßen.